Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, meine Freunde, wir sind hier relativ weit. Ich habe mitbekommen, dass wir fast eine ganze Folge weiter sind als in der Vampir-Folge. Ist, ja, vielleicht nicht so toll, aber na gut, wen juckt's? Also wir haben echt cool wieder die Folge aufgeholt. So sieht man mal, wie sich das denn wieder ausgleicht. Na, dann kommt doch her. Kommt. Woher seid ihr gekommen? Die Talrehe. Echt freaky. Ja, und ich donner erstmal meinen Schrei genau gegen die Wand. Egal, die jucken jetzt uns nicht. Die vergeuden nur Zeit. Wir gehen mal weiter und ich weiß, was hier passiert. Gleich, also, ja. Ich weiß genau, wo ich nur 2 Minuten. Mehr weiß ich dann auch nicht, was hier passiert. Und der Säbelzahntiger. Wie erwartet. Und dort oben ist was echt cooles, nämlich der erste Schrei. Ich sage immer Schrei und vergesse das N dabei. Oder zumindest kommt es mir so vor, dass ich Schreien sage, aber immer Schrei sage. Ach, keine Ahnung. Ich rede schon wieder bloß Unsinn. Wow, okay. Ich muss mir eigentlich die Zeit merken. Okay, kurz vor halb höre ich auf. Hallo. Willkommen, Initiat. Dies ist der Wegschrein der Erleuchtung. Okay. Seid ihr bereit, die Mantrin von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja. Dann empfangt Auriels Geschenk, mein Kind. Na dann los. Möge es euren Weg erhellen, während ihr Ruhe im Allerheiligsten sucht. Okay, dann leg los, mein lieber Freund. Die sich erstmal immer anschleichen, bevor die diesen Zauber benutzen. Anstatt den Zauber ordentlich zu benutzen, einfach hier, wo die gerade stehen. Nein, erstmal richtig langsam ranschleichen. So. Einmal bin ich Wasser geschöpft und weiter geht's zum vergessenen Tal, okay. So, ich mach mal einmal schnell speichern. Ja, es nimmt auf. Weil ich das erkenne, wenn ich schnell speichern drücke. Und das, mein schönes Spiel, ein wenig stockert. Ist das nicht schön? Naja, zumindest geht's weiter. Und wir müssen jetzt... Oh, wir sind jetzt erstmal draußen. Okay. Und hier gibt's echt cooles Zeug. Was ich euch so zeige... Das ist unglaublich. Hat sich dort gerade ein Säbelzahntiger selbst umgebracht? Mein Lieber, bist du suizidgefährdet? Ja. Er hat sich einfach selbst umgebracht. Einfach von der Klippe gesprungen. Bösewicht. Okay, was ich euch zeigen will. Ich weiß nicht genau, wo das liegt. Ich glaube da. Wir gehen mal hier hoch. Denn das ist echt wichtig. Okay, Leute, hier gibt es, glaube ich, jetzt 2 Höhlen, die man erkunden kann. Ich will eigentlich nur zu einen. Respektiv euch nur eine zeigen. Weil man dort was echt Seltenes finden kann. Ihr wisst ja, dass wenn man dieses Add-on installiert, dass man da... ja, sowas... Also wenn man schmieden will, so etwas sieht, dass den Namen Muschelkäfer Helm oder sowas in der Art trägt. Und das findet man... Normalerweise hier irgendwo, ich bin mir jetzt aber nicht sicher wo. Irgendwo in einer Höhle, also das Muschelkäfer-Zitin. Ich bin mir jetzt aber wirklich nicht... Okay, wir haben überlebt. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, wo genau das war. Ich bin mir sicher, dass es auf der Seite irgendwo war. Aber gerade so zweifle ich ein wenig daran. Aber ich gucke gleich nochmal nach. Wir rennen erstmal hier zu dem nächsten Schrein. Und gucken dann nochmal... Eine Silbererzader. Die brauchen wir nicht. Also das vergessene Tal sieht echt cool aus. Ich glaube, jetzt ist gerade morgen, deswegen ist es so neblig und verwölkt. Willkommen, Initiat. Ja. Dies ist hallo. Der Wegschrein der Sicht. Okay. Seid ihr bereit, die Mantren? Na klar. Dann empfangt Auriel. Die sagen immer dasselbe. Mein Kind. Also fast immer. Möge es eure Reise zum Allerheiligsten beschleunigen. Okay.
Na dann leg los, mein Freund. Aber die wäre jetzt besser als dies hier. Oh, bist du dir sicher? Das sieht doch auch schön aus. So, einmal hier Wasser schöpfen. Und wir suchen nochmal die Höhle, von der ich gerade sprach. Denn ich will die unbedingt finden und euch zeigen. Denn es ist auch noch ein wenig geheim, wie man dann dort weiterkommt. Oh, das sieht gut aus. Wenn das ein Farmer ist, ja. Okay, ich glaube, wir haben die Höhle gefunden. Ich glaube, das ist die Höhle. Und das könnte auch sein, dass es noch mehr solche Geheimhöhlen gibt, in denen man dieses Muschelkäfer-Zitin abbauen kann. Aber erstmal gehen wir rein. So. Ich hoffe mal, dass es richtig ist. Wer ist da? Ja, ich stecke erstmal meine Waffe weg. Okay, den haben wir getötet. Ist das nicht cool, dass wir mit einem Schrei so ein Karu töten können, respektiv ja so zähmen können, dass es für uns kämpft. Okay, also Leute, ihr geht in diese Höhle. Ihr habt euch hoffentlich gemerkt in etwa, wo die ist. Drückt diesen Hebel hier, respektiv zieht ihn. Dann geht's hier weiter. Merkt euch genau, was ich mache. Denn so bekommt ihr das Muschelkäfer-Zitin. Erstmal kämpft ihr jetzt hier. Und ja, manchmal ist die Höhle auch ein bisschen dunkel. Das müsst ihr dann euch ordentlich einstellen. So, ich heile mich erstmal. Denn dieses Gift zieht echt stark ab. Wow, das zieht echt stark ab. Das heißt, einmal ein wenig Gegengift. Nein, das nehmen wir nicht. Wir nehmen kein Gegengift, wir nehmen nur Heiltränke. So, suchen wir mal, wo Heiltränke sind. Krankheitsheilung, naja, das brauchen wir nicht unbedingt. Ich glaube, hier ist noch so ein normaler Karu-Jäger, deswegen zieht der auch so viel ab hier. Irgendwo hier. Oh, ich habe schon wieder Serana angegriffen, nicht Bösewicht. Ja, da oben. Ich mache den Endschlag. Nein, das ist auch ein junger Karu. Okay. Okay. Den hier noch. Gut. Dann gibt es hier noch einen. Oh, hier oben. Aber das ist auch ein junger Karu. Den wir leider verfehlt haben. Und das Gift schießt schon wieder extrem viel ab. Ich müsste wirklich mal ein Gegengift nehmen. Ich glaube, wir müssen sogar ein Gegengift nehmen. Gegengift. Oh, verdammt. Ja, wir sterben erstmal richtig und ich habe gerade nochmal Schnellspeicher gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob ich noch aufnehme. Deswegen tut das mir gerade ein bisschen leid. Okay, ich scrolle erstmal hier richtig aus. Ah, ich müsste... Dieses Gift von denen, das zockt richtig ab. Ach, Serana, kümmere du dich um den, ich habe keine Lust mehr. Ich mag diese Kerle nicht. Gefallen mir kein bisschen. So, also. Ihr kommt in die Höhle rein, zieht diesen Hebel, drückt einmal Seelenreißer auf dieses Viech und verfehlt es. Dann blutet ihr diese Kiste in den Spaß. Also, ihr zieht den Hebel, springt erstmal runter. Dann seht ihr hier, sind ein paar Gegner, die echt stark sind. Ja, die relativ starkes Gift sprühen. Helfen mal Serana ein wenig. Oh, hatte ich gerade Serana eingegriffen. Oh. Erstmal wieder heilen. Ich will nicht sterben. Und wir greifen wieder an. Ich muss dann Seelenreißer auf den letzten anwenden.
Okay, den haben wir. Oh, dann hauen die ihm ab, wenn die tot sind. Komm zurück. Herrsche. Ja, hau aus der Höhle ab, genau. Beste Idee. Und jetzt kommt er zu mir. Und den töten wir erstmal so. Ja, der legt sich schon extra für uns hin. So, und eins gibt's noch, das wir gleich töten werden. Nämlich dort oben. Probieren mal zu treffen. Ja, der vergiftet uns erstmal. Oh verdammt, das Gift zieht echt ab. Ja, das ist tot. Hat unsere liebe Serana erledigt. Ist Serana nicht lieb? Okay, und ihr habt jetzt diesen Hebel gezogen. Dann rennt ihr hier an der Seite hoch. Und ja, wenn ihr es nicht vorhin richtig erkannt habt, hat sich hier irgendwo ein Gang geöffnet, der, wenn man hier hochrennt, echt schwer zu sehen ist. Ich kann auch mal runtergehen und ich zeige euch das dann. Da ist der nämlich. Also, wenn ihr den nicht mehr hiervon erkennt, von der Seite, das ist nämlich sehr schwer, müsst ihr nochmal suchen. Hier war der. Und dann könnt ihr euch eure Waffen ruhig wegstecken. Und dann seht ihr schon dieses gigantische Wesen hier. Das ist der Muschelkäfer. Da nehmt ihr am besten eure Spitzhacke in die Hand, denn sonst tötet ihr ihn. Wenn ihr nämlich normal auf den rangeht, klopft man so lange, bis man halt immer 3 Erze bekommt. Das ist bei jedem Erz halt so, also bei jeder Erzader, dass ihr halt so lange klopft dagegen, bis ja, ihr 3 rausbekommt und dann ist die Erzader erschöpft. Bei dem ist das genauso, aber der ist dann nicht mehr erschöpft, der stirbt danach. Deswegen auch lieber einmal vorspeichern oder sogar groß speichern. Und ihr könnt ja auch so mit der Spitzhacke abbauen. So, ihr habt einen Muschelkäfer hinzugefügt bekommen. So, und noch eins. Dann hört ihr lieber auf, denn ihr braucht nur 2 für diesen Helm. Wenn ihr nämlich das dritte rausnimmt, stirbt der. Und das wollen wir nicht. Deswegen habe ich das jetzt auch so gelassen, dass wir nur 2 genommen haben. Und ja, dann geht's hier weiter. Das war's mit dem Muschelkäfer-Zitin-Geheimnis, das man ja eigentlich echt suchen musste. Also ich habe es erst, glaube ich, auch durch ein Tutorial erfahren, wo man diesen Helm herbekommt. Aber es ist gut zu wissen, wo man diesen findet. Also beim ersten Schrein, den ihr im Tal findet, wenn ihr dort wieder an der Seite zurückrennt, findet ihr das. Okay, wir gehen dann jetzt weiter. Denn ihr seht, 2 sind noch hier, 2 Schreine. Und 1 ist irgendwo wieder drin in einer Höhle. Das heißt, wir müssen hier weiter und... Oh, wir haben noch 5 Minuten durch dieses Muschelkäfer-Erlebnis. So sieht das Erz übrigens aus. Ich kann es mal zeigen. Ja, sonstiges Muschelkäfer-Zitin. Es ist hier. So sieht's aus. Es hat keinen hohen Wert, aber der Helm ist echt selten. Und das Vieh lieber in Ruhe lassen. Nur 2-mal, also insgesamt 4-mal schlagen, glaube ich. Das reicht, dann kriegt ihr genug. Dann kriegt ihr nämlich 2. Wenn ihr das nämlich das dritte holt, stirbt das Vieh. Und ihr habt nur 3, das heißt, ihr habt nur für einen Helm genug. Sonst hättet ihr für später auch genug. So, und ein paar Froschspinnen. Ah, Spinnen, ich hasse Spinnen. Nein, tue ich nicht. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Das hätten wir aber noch mehr Spinnen. Mir haben die daheim besser gefallen. Woher seid ihr gekommen? Ach, die sind doch alle selbst cool. Gleich cool, selbst cool. Mir gefallen alle so. Das hätten wir geschafft. Und ich bin schon wieder vergiftet. Aber das Gift hat aufgehört. Das Problem bei diesen Karus ist, das Gift hat eine sehr hohe Länge. Also das wirkt sehr lang. Deswegen muss man bei dem echt aufpassen. Wir speichern mal. Beim Blut der... Ich erkenne hier gar nichts mehr, Liebe. Aber ich weiß... Oh, ich erinnere mich. Leute, das ist echt cool. Ihr werdet noch mitbekommen, was ich meine. Jetzt sieht man nicht viel. Ich glaube, das ist auch nicht hier genau. Aber das ist echt cool, wirklich, glaubt mir. Also an das, was ich gerade denke,
Das ist phänomenal, gigantomanisch, keine Ahnung was. Extrem cool einfach bloß. Ich würde gleich erstmal wolkenloser Himmel anwenden, obwohl wir haben nicht so viel Zeit. Dann werden wir ihn doch nicht anwenden. Ihr seid am Wegschrein des Lernens angekommen. Wegschrein des Lernens, okay, ja, ich will irgendwie irgendwas machen. Denn ihr seid dem Allerheiligsten und der ewigen Weisheit einen Schritt näher gekommen. Das ist echt cool. Dann mach mal auf. Ich guck mal nach, ob ich das finde, was ich suche. Erkennt hier vielleicht irgendein Riesen oder sowas ähnliches? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, wir finden trotz... Hat die sich wirklich eine gezähmt? Ich sage mal gezähmt, aber die, man macht doch diesen Zombie-Zauber auf die. Naja, egal. Zumindest haben wir das auch. Und hier geht's weiter. Oder auch nicht. Wo geht's denn? Ich glaube hier irgendwo ging's da doch lang. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man hier... Ich glaube aber nicht. Oder doch? Nein, es gibt irgendeine Eisbrücke. Also so erinnere ich mich zumindest. Und vielleicht ist das ja sogar richtig, dass wir hier lang gehen müssen. Dann können wir gleich mal speichern. Denn hier gibt es echt grusige Viecher, denen wir vielleicht sogar noch begegnen werden. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen einmal so. Vorsicht! Wenn ihr in dieses Ding hineinfällt, muss ich euch herausziehen, ob immer es hinführen mag. Na, dann fallen wir dort nicht rein. Aber ich glaube, dort gibt es bestimmt irgendeinen Schatz. Wenn ihr das schon so betont, dass man dort nicht reinfliegen darf. Malachiterz, das können wir mal ernten, sage ich mal. Aber ich glaube, wir müssen dort sogar reinfliegen. Ich guck mal gleich nach. Einen Moment, Leute. Erstmal kurz ein wenig schürfen. So, und jetzt schnell mal. Ja, ich benutze mal das Falsche. Schreie wolkenloser Himmel. Ich will nämlich ein bisschen was erkennen. Okay. Wir erkennen schon relativ mehr. Ich schätze sogar, dass wir hier sogar lang müssen. Okay, was war das gerade für ein Satz? Ich schätze sogar, dass wir hier sogar... Ach, Leute. Oder auch nicht. Vielleicht sollen wir hier sogar lang. Dort sind wir irgendwo Ah, okay, gut. Ich glaube, hier ist es richtig, oder? Ja. Hier ist es richtig. Ja, ich habe, glaube ich, als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich hier wirklich nicht weitergekommen. Ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Also diesen Weg hier, den ich gerade laufe. Und ja, dann nach 3 Tagen habe ich es mal wieder gespielt. Haben wir die Zeit? Ich glaube schon. Speichern wir mal. Vielleicht wird jetzt die Folge ein wenig länger gehen. Aber das, was ihr jetzt gleich zu Gesicht bekommen wird, das ist wirklich extrem cool. Jetzt müsste ich am besten einen Cut machen, damit ihr die nächste Folge schaut. Nein, ich probiere es jetzt mal. Ich speichere nochmal. Ich bin so aufgeregt. Denn hier ist es echt cool. Ich zeige euch, was jetzt passiert. Kommt euch diese Eisschicht auch etwas? Sieht das nicht richtig cool aus? Hast du dünn gesagt? Wieso? Die hält doch. Hält die? Ja, die hält. Oder? Die hält doch. Aber sieht echt schön aus, so mit wolkenloser Himmel. Nein, den Schrei nehme ich jetzt nicht. Dann erkennt ihr, was ich machen will. Oder was passieren wird. Deswegen rennen wir mal weiter. Und habt ihr das gesehen? Jetzt kann ich nämlich Drachenfall nehmen. Woher seid ihr gekommen? Naslarun und Naslarun. Einmal speichern. Das wird nämlich ein echt heftiger Kampf. Ich glaube, die Viecher sind sogar ein bisschen schwächer. Bloß gut. Ja, flieg erstmal schön ins Wasser rein, damit du schön ein Loch vor mir machst. Wenn das hier fast reinfalle. Ja, setz dich beim Wasser hin. Komm zu mir, mein Lieber. Okay, und... Objekte, Zaubertränke, einmal...
ein wenig Feuerresistenz nehmen und ein paar Gifte. Alter, sind das legendäre Drachen? Also so, Leute, so sehen legendäre Drachen aus. Ich glaube, ich muss die Folge beenden. Ich will jetzt nicht mitten im Kampf die Folge beenden. Am besten wäre, wenn ich jetzt sterbe. Ich glaube, wir müssten ein... Wir klatschen den jetzt erstmal. Denn so stark sind die gar nicht. Einmal weggerannt. Einmal schreien gesetzt und wieder angegriffen. Das Schöne ist, immer wenn er diesen Feueratem von sich wieder einsetzt, müssen wir mit unserem Drachenschrei kontern, uns heilen und ihn wieder angreifen. Okay, die Folge wird jetzt vielleicht 3 Minuten länger gehen, weil ich die 2 Drachen töten muss. Okay, den ersten haben wir. Dann heilen wir uns mal. Looten Nazlarun kurz. Schön viel cool Gold. Und töten den Voslarun. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Und ich sehe hier nur, wie einfach bloß Lichter um mich rumgehen. Also erkennen tut man nicht mehr viel. Och, komm, ich muss dich jetzt schnell töten, mein Freund. Denn die Folge ist jetzt vorbei. Deswegen musst du jetzt leider sterben. Na komm, funktioniert mein Schrei. Okay, mein Schrei funktioniert nicht. Aber der Endmove, ist das nicht toll. Vaslarun ist auch tot. Wir haben die 2 Drachen getötet. Ich glaube, du hast ihn genug aufgeschlitzt. Wow. Ja, wir haben beide getötet. Ich Bösewicht. Und ich zeige euch mal was ich glaube ich schon gezeigt habe. Aber immer wieder gern zeige. Nämlich das hier. Explosion. Ist das nicht toll? Man kann mit dem Feuerblitzzauber die Skelette rumschießen. Und das nicht nur wenig. Also, das kann man richtig stark benutzen. Ist das nicht cool? Ich könnte das jetzt bis zur Schlucht runterschießen. Aber das machen wir jetzt nicht, denn dort liegt ein Skelett und dort liegt ein Skelett. Wir haben die schön auseinandergeschossen. Ich beende jetzt die Folge, weil ich schon ein wenig überziehe. Deswegen auf Wiedersehen und nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss!